bin Thomas von Matt. Wir gehören zusammen mit meinem Bruder und meiner Frau fünf Restaurants in der Stadt Zürich. Wir sind jetzt hier im Restaurant Yardbird, wo wir Fried Chicken servieren. Wir haben uns hier wirklich halt speziell darauf konzentrieren, das beste Fried Chicken in Europa zu servieren. Das ist nicht ein sehr hochgesetztes Ziel, aber das haben wir uns gesteckt. Wir sind lange durch Amerika durchgereist. Haben uns wirklich von den Grassroots, so in Atlanta, inspirieren, sind dann weiter über Tennessee, bis auf St. Louis und nachher noch New York. Wir haben tonnenweise Fried Chicken gegessen, bis wir herausgefunden haben, an was liegt es, wie kann man es noch ein bisschen juicier machen, was für Varianten eignet sich speziell. Und dank Sorvina haben wir eine riesige Ölersparnis können aufbauen. Und es ist gerade in einem Restaurant wie bei uns, wo alles, was wir servieren, frittiert ist, natürlich jetzt im Yardbird extrem relevant. Und was man muss sagen, und das sage ich einfach so, es tut Kosten sparen oder senken, aber es gibt auch, wenn man es richtig anwendet, eine gleichbleibende Ölqualität. Und das ist enorm viel wert, weil wenn man das nicht braucht, dann macht die Ölqualität immer so einen Abwärtstrend. Und dann muss nur jemand mal ein bisschen faul sein am Abend und sagen, ja, komm, einen Tag lasse ich es noch, oder? Und dann ist das Öl vielleicht schon nicht mehr gleich gut, oder? Und das schmeckt man sofort. Die Ersparnisse sind so gross, dass es sich sowieso, also dass es eigentlich wirklich, ich sehe nicht ein, warum das jemand nicht machen kann. Und ich meine, der Aufwand, den man betreibt, ist nichts. Also, es ist ja nicht so, dass man nachher dafür einen grossen Arbeitsaufwand hat. Noch ein weiterer Vorteil von Sofina ist natürlich auch, dass man kann, das regenerierte Öl zum Anbraten brauchen. Also wir haben ja, wie gesagt, das Gourmet Burger Restaurant und wir verwenden das dort seit 4 Jahren mit sehr, sehr gutem Ergebnis. Das ist eine weitere massive Kostenersparnis, wenn man das auf ein Jahr, auf 2 Jahre, auf 3 Jahre, auf 4 Jahre aufrechnet. Einfach so, ohne dass man Aufwand hat oder Ausgaben. Und das ist einfach ein schöner Nebeneffekt, der gerade eben für Restaurants, die anbraten, einfach so da ist.